Und damit begrüße ich euch zu meiner kleinen Rezension zu Star Wars Rogue One. Ich werde hier nicht spoilern, also keine Sorge, ich werde jetzt hier keine Plot-Details oder ähnliches von mir geben. Ich versuche so ein bisschen ein paar Grunddinge so festzuhalten, um Leute, die sich so ein bisschen unsicher sind, eventuell dazu bewegen, dass die sich diesen Film anschauen. Und Leute, die diesen Film gesehen haben, einfach mal versuchen, meine Meinung kundzutun, ohne dass ich jetzt hier spoilere. Also vorneweg gesagt, ich bin sehr angetan von Rogue One. Um jetzt mal so im Kanon das Ganze zuzuordnen, er spielt zwischen Episode 3 und zwischen, also vor Episode 4, nach Episode 3. Star Wars Rebels würde ich persönlich jetzt ein bisschen vorher ansiedeln. Aber das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge. Die Hauptdarstellerin Felicity Jones, wieder eine weibliche Hauptdarstellerin, das hatten wir ja schon bereits in Episode 7. Sie verkörpert als Jin eine wirklich gute Rolle. Es ist mal wieder so, dass sie ein wenig, also einen Charakter spielt, der so ein bisschen zwischen den Fronten steht. Also aufgrund des Krieges natürlich die Rebellion und das Imperium. Und sie ist aufgrund ihres Vaters, ist sie ein bisschen hin und her gerissen, aufgrund der Ereignisse, die passiert sind. Und das Interessante an diesem Film ist eben halt, man hat so mit einigen Traditionen gebrochen im Vergleich zu anderen Star Wars Filmen. Also man hat hier zum Beispiel keinen Opening Crawling Text, den hat man komplett weggelassen, was ich persönlich schade finde, aber da komme ich gleich noch zu. Im Grunde genommen habt ihr hier mal so andere Facetten des Star Wars Universums. Also hier wurden dann auch Schauplätze gewählt, die man so jetzt noch nicht in den kanonischen Filmen sah. Wir hatten ja zum Beispiel in Das Imperium schlägt zurück, hatten wir ja viele Szenen, die in einer Eislandschaft, in einer Schneelandschaft gespielt haben. In Episode 5, beziehungsweise in Episode 6 hatten wir dann eben halt bei Rückkehr der Jedi-Ritter hatten wir ja das Waldszenario. Und dann in Episode 1 und Episode 7 hatten wir ja dann auch einige Wüstenplaneten. Auf jeden Fall, hier hat man dann so ein bisschen mal andere Facetten gezeigt, auch bei den Weltraumschlachten. Aufgrund der Moderne, aufgrund der technischen Möglichkeiten, hat man hier dann auch mal versucht, andere Dinge in Szene zu setzen. Im Fokus steht meines Erachtens hier der Konflikt, der rund um Jin passiert und gleichzeitig auch die Weltraumschlachten. Natürlich auch die Endschlacht, die auf einem gewissen Planeten stattfindet, was man auch so ein bisschen am Trailer angedeutet bekommt, was meines Erachtens verdammt gut inszeniert hat. Etablierte Schauspieler wie zum Beispiel Ben Mendelsohn, Forest Whitaker oder Donnie Yen, die machen alle einen unfassbar guten Job, auch wenn einige Charaktere nicht so viel Screentime bekommen haben. Das kennt man ja aus diversen Star Wars Filmen, dass aufgrund der Story, dass einige Charaktere nicht so viel Screentime bekommen, aber man möchte so viel über sie erfahren und ich finde, dass man darüber dann eben halt hinaus auch so wiederum andere Geschichten erzählen kann. Wir haben zwar jetzt nicht mehr das Expanded Universe und wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Romane, die man jetzt jenseits des Kanons einordnen kann, aber ich bin auf jeden Fall mal daran interessiert, dass man da weitere Geschichten von diesen Charakteren erzählt bekommt. Also insbesondere von Orson Krennic oder zum Beispiel der Saw Gerrera, also von Forest Whitaker, der Charakter. Da möchte man so viel von erfahren und man erfährt nicht viel über diese Charaktere in diesem Film. Was aber nicht schlimm ist, das hatten wir ja in vielen Star Wars Filmen auch. Dennoch, ich finde, man hat diese ganze Dramaturgie um den Charakter Jin, die hat man so gestrickt, dass man wirklich, ja, man ist schon sehr mitfühlend mit diesem Charakter, weil die Story verläuft eben halt so, das ist jetzt kein Spoiler, dass es eben halt, wie schon angedeutet, diesen Konflikt gibt. Und die Rebellion und das Imperium, die haben ja auch irgendwo Gemeinsamkeiten. Und da versucht man dann eben halt anzusetzen, dass man da dann eben halt diesen Konflikt erzählen kann, dass es dann natürlich auf beiden Seiten auch Charaktere gibt, die ihre Ansichten ändern und das macht es wiederum rund. Es ist schwierig für mich, das Ganze hier zu formulieren, ohne großartig zu spoilern. Also mein favorisierter Charakter war natürlich der
K2SO, der Androide, der ist mal wieder, ja, also man schafft es ja auch immer wieder neue Androiden, also zum Beispiel neue Androiden zu konzipieren, die eine gewisse Humor, also so eine gewisse Humorbrise mit hineinbringen. Das habt ihr bei Star Wars Rebels, das habt ihr eigentlich bei allen Star Wars Filmen, insbesondere mit C3PO und R2D2, die sieht man ja in allen Star Wars Filmen, aber die stehen hier natürlich nicht im Fokus, ganz im Gegenteil. Ich finde persönlich, man hat aufgrund dieses wieder mal hervorragenden Soundtracks und dieser ganzen Kulisse, die man geschaffen hat, man hat hier eine wirklich einzigartige Star Wars Geschichte. Anders als bei Episode 7 werden wir hier nicht eine neue Trilogie erzählt bekommen. Star Wars Rogue One ist eine abgeschlossene Geschichte, die, wie ich eben schon erwähnt habe, zwischen Episode 3 und Episode 4 anzusiedeln ist. Und man hat auch wieder so ein paar Elemente übernommen, was das Pacing angeht. Aus den alten Filmen, das altbewährte, hat man sich da so ein bisschen so für sich vereinnahmt. Zusätzlich hat man aber auch mit Traditionen gebrochen, was ich persönlich nicht schlimm finde. Und was mir persönlich sehr gefallen hat, hier hat man auch so einen mutigen Schritt gewagt, den man in anderen Star Wars Filmen zwar auch kennt, mit der Charakterentwicklung, also und auch von der Erzählweise her, aber hier hat man es noch so ein bisschen übertrieben, möchte ich jetzt mal sagen. Die Ereignisse aus Star Wars Rogue One machen einige Charakter, die man sehr schätzt aus dem Expanded Universe, obsolet, aber es ist absolut nicht schlimm. Also ich bin sehr angetan von Rogue One. Und wer so eine kleine Underground-Geschichte, also so eine kleine Underdog-Geschichte mag, die dann eben halt eskaliert, wie man das aus vielen Star Wars-Geschichten kennt, dem wird dieser Film absolut zusagen. Und hier hat man natürlich noch mehr Effekte reinpumpen können. Also die Effektarbeit ist jetzt nicht so, wie sie in Episode 7 war. Ich bin auch der Ansicht, man hat versucht, Rogue One ein bisschen kleiner zu halten, was die Effekte angeht, aber ihr habt wieder großartig inszenierte Weltraumschlachten, wenn man es denn bevorzugt, aber auch die Planetengestaltung hat mir sehr zugesagt und man sieht hier wieder die klassischen Stormtrooper, die man ja jetzt schon seit Episode 4 nicht mehr gesehen hat. Ja, okay, bei Star Wars Rebels sieht man sie wieder, aber das schaut ja leider nicht jeder, obwohl es zum Kanon gehört. Ich bin sehr angetan von Rogue One. Ich könnte jetzt hier auf jeden Charakter eingehen, aber ich kann euch diesen Film wirklich nur ans Herz legen. Und Star Wars Fans werden spätestens nach den letzten Szenen dann auch wirklich Lust haben, direkt eine neue Hoffnung einzulegen und sich die ganze Star Wars Reihe anzuschauen. Ausgenommen von Episode 1 und 2. Und das ist nur meine Meinung. Ich wollte jetzt nicht hier die Fans von Episode 1 und 2 bashen, aber ich finde, das sind die schwächeren Star Wars Filme. Abgesehen von dem Clone Wars Kinofilm, obwohl ich die Serie mochte. Aber ich wollte euch jetzt hier nicht verwirren mit meiner kleinen Rezension. Ich bin sehr angetan von Rogue One und falls ihr mal eine richtig gute Star Wars Geschichte sehen mögt, dann schaut euch Rogue One an. Das war meine kleine Rezension, ohne zu spoilern. Ich hoffe, jemand kann damit was anfangen. Ihr könnt mich gerne zu Tode kritisieren. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber ich bin sehr angetan von diesem Film und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Frauen Hauptrollen verkörpern. Das kennt man ja schon seit Alien mit Sigourney Weaver, aber anscheinend haben 2016 einige Menschen damit Probleme. Okay, das war meine kleine Rezension. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Hulinat. Ciao.